Der VfL Pfullingen präsentiert von Remondis, Ihr zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb in der Region. Hallo zum letzten Sportmagazin im Februar mit Handball aus der Kurt-Abb-Sporthalle. In der dritten Liga traf der VfL Pfullingen auf den TVS Baden-Baden. 5 Spiele stehen in der Hauptrunde noch an. Der VfL hat aktuell 25-17 Punkte. 4 Zähler beträgt der Rückstand auf Platz 1. Die ersten beiden Teams spielen ja dann in der Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga. Gegen die Gäste aus dem Baden-Badener Stadtteil Sandweier ist der VfL klarer Favorit. Mit 11-31 Punkten steht das Team von Trainer Sandro Čatak auf dem vorletzten Platz. Wir sind uns unserer Favoritenrolle bewusst, da müssen wir nicht um den heißen Brei herumreden. Gestützt auf eine starke Abwehr müssen wir schauen, dass wir ins Tempospiel kommen und den Gegner mit unserer Qualität im Zweikampf schlagen, gab Trainer Daniel Brack die Marschrichtung vor. Zudem ist aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen. Da behielten nämlich die Jungs aus Baden-Baden überraschend mit 33-31 die Oberhand. 3 Mannschaften steigen ja direkt ab. Ein Team muss in die Relegation. Baden-Baden hat 5 Punkte Rückstand auf die Konkurrenz. Die kämpfen ums Überleben. Das macht die Sache nicht leichter, so Brack. Die Spiele der dritten Liga werden ja auch live bei Sport Deutschland TV übertragen. So, los geht's. Über 500 Zuschauer waren mit dabei. Lukas Fischer verballerte gleich zu Beginn einen 7 Meter, aber den ersten Treffer markierten dennoch die Hausherren. Kapitän Lukas List schickt Felix Zeiler und der überwindet Dominik Horn. Und das war der Ausgleich durch Elias Meyer. Vor der Fastnetzpause feierte der VfL ja 2 klare Siege, zu Hause gegen Leutershausen und dann beim TSV Neuhausen-Filder. List an den Kreis zu Paul Prinz und der findet da noch eine kleine Lücke. Jetzt nahmen die Gastgeber Fahrt auf. Erneut Zeiler und hier Christian Jabot legten jeweils per Tempogegenstoß nach. Und Keeper Daniel Schliphack kam auch gut rein. Das galt auch für seinen Gegenüber Horn, der pariert erneut gegen Fischer, der trifft dann aber im zweiten Versuch zum 6-2. Die Gäste taten sich schwer im Angriff, die VfL-Abwehr stand und dann ging es fix nach vorne. Wieder Jesse Jabot, der Rechtsaußen, beendet ja nach der Saison seine Karriere, bleibt dem VfL aber als Co-Trainer erhalten. Der aktuelle Co-Trainer Florian Möck übernimmt ja dann den Cheftrainerposten von Daniel Brack, der zum aktuellen Spitzenreiter zum HC Oppenweiler Backnang wechselt. Simon Tölke links hört auch auf und wird Torwarttrainer beim VfL. Der war weiter auf Kurs, nur vom Punkt klappte es nicht. Christopher Rix verballerte den nächsten 7 Meter, aber dafür klappten die Schnellangriffe prima, wieder Jabot nach Pass von Zeiler. Der nächste Ballgewinn, der starke Felix Zeiler, wieder mit einem Assist. Dieses Mal ist Jason Illich erfolgreich. Nach einer Viertelstunde stand es 9-3. Da musste Gästecoach Čatak mal eingreifen. Seine Jungs waren dem Tempospiel des VfL nicht gewachsen. Zu viele Ballverluste und die bestraften die Gastgeber gnadenlos. Am Spielverlauf änderte sich in der Folge jedoch nichts. Der VfL hatte alles im Griff. Schliphack pariert den Wurf von Julian Schlager. Lukas Fischer tankt sich durch, Tor Nummer 10 für den Tabellenfünften. Andere Seite, Jeremias Seebacher ansatzlos in den Giebel. Bei 6-7 Toren pendelte sich der Vorsprung ein, Niklas Roth zu Paul Prinz. Roth blieb übrigens dies vorweg, dieses Mal ganz ohne Treffer. Machte aber nichts, dafür trafen die Kollegen hier Yannick Hausmann, der spielte ja früher lange Jahre für den HBB in der Bundesliga. 15-8 der Zwischenstand, 4 Minuten noch in Hälfte 1. Kurz danach klappte es auch vom Punkt, Jabot übernahm die 7 Meter und stellt mit seinem 5. Treffer auf 16-9. Ja, kann der VfL nochmal ins Rennen um die ersten beiden Plätze eingreifen? Dazu müsste man wohl alle restlichen Spiele gewinnen und schauen, was die Konkurrenz macht. Zunächst aber kam der aktuelle Konkurrent aus Baden-Baden durch 3 Tore in Folge in den letzten beiden Minuten bis zur Pause auf 4 Tore ran.
Das war Hahn Völker, der spielte übrigens in der Jugend für den VfL. Und mit dem Halbzeitpfiff trifft Maximilian Vollmer nach schöner Vorarbeit von Jonas Schuster. Die 7-Tore-Führung war futsch, 16:12 lautete der Pausenstand. Weiter geht's. Simon Tölke löste Daniel Schlipak zwischen dem Pfosten ab. Der konnte aber den 13. Treffer der Gäste nicht verhindern. Seebacher sieht Schuster und der vollendet mit links. Im direkten Gegenzug folgte die schnelle Antwort durch Felix Zeiler. Das Team bleibt ja auch zur neuen Runde quasi komplett zusammen. Jabun und Tölke hören auf. Hinter der Zukunft des derzeit verletzten Nils Röller steht noch ein Fragezeichen. Mit Haag von der HSG Ostfildern und Dietrich vom TV Waldstätten stehen zwei externe Neuzugänge, wie vermeldet, bereits fest. Zurück zur Gegenwart. Zeiler für den VfL und dann verwandelt Christian Fritz seinen 5. 7 Meter, 100% Trefferquote und dann wieder Felix Zeiler. Aber die Gäste blieben jetzt dran. Im Gegenzug bringt Maximilian Mitzel seine Farben auf 17:19 ran und wenig später nutzte Schuster eine Pfullinger Unterzahl sogar zum Anschlusstreffer. Oha! Mathis Roth traf dann aber binnen einer Minute zweimal und zwar jeweils nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte. Doch auch Seebacher schlug binnen einer Minute auch zweimal zu. Es blieb also eine enge Kiste. Dann markierte Lukas Fischer einen Doppelpack und die erste Parade von Tölke folgte. Der VfL legte nun einen Zwischensport ein. 22:21 stand es nach 40 Minuten. 4 Minuten und 4 Tore später stand es 26:21. Der Captain macht's, Lukas List. So, jetzt war das Ganze für alle in der Halle wieder etwas entspannter. Aber Respekt vor den Jungs in Grün. Der Tabellenvorletzte zeigte eine starke Moral und ließ auch in der Folge nicht locker. Das Team aus der Kurstadt robbte sich nochmal auf 2 Tore ran. Auch weil der VfL beste Chancen ausließ. Jascha Linkering sehenswert. Prinz setzt sich durch. Tölke hält. Und Ilic stellt den 4-Tore-Abstand wieder her. Mathis Roth und Yannick Hausmann setzen noch 2 Tore drauf und sorgten 5 Minuten vor dem Ende für die Vorentscheidung. So, wir sind also in der Schlussphase. Allzu viel passierte da nicht mehr. Tölke pariert nochmal gegen Julian Schlager und der schlug danach nochmal zu und traf zum Endstand. Der VfL Pfullingen gewinnt mit 30:26 gegen den TVS Baden-Baden und schraubt damit sein Konto auf 27:17 Punkte. Felix Zeiler war mit 7 Toren der beste Schütze. Jabot und Fischer trafen 6 bzw. 5 Mal. 5 Mal trafen auch Seebacher und Fritz für die Gäste. Soweit die Zahlen und jetzt gibt's die Stimmen. Wir sind, glaube ich, auch erleichtert. Leider war es ein ähnlicher Spielverlauf wie im Hinspiel tatsächlich. Wir waren relativ souverän, fand ich, in der ersten Halbzeit. Lassen sie unnötig rankommen. Hadern da mit ein paar Schiedsrichterentscheidungen. Da müssen wir einfach auf uns sich konzentrieren. Und dann, glaube ich, Mitte der zweiten Halbzeit gehen wir wieder in unsere erste, zweite Welle spielen. Und dann sind wir mit 5-6 vorne. Und dann denke ich auch, geht es am Ende verdient hier, die 2 Punkte bei uns. Ja, ich glaube, es war jetzt keine Glanzvorstellung, aber wichtig, dass wir jetzt 2 Punkte geholt haben. Und da müssen wir in der ersten Halbzeit einfach konsequenter sein, dass wir da schon mit einem höheren Abstand in die Pause gehen. Und dann wird es in der zweiten Halbzeit normalerweise auch nicht mehr so eng. Warum kam denn der Gegner noch mal ran? Ja, ich glaube, man hat gesehen, dass immer, wenn wir uns daran gehalten haben, was wir im Video auch besprochen haben, dass wir dann davonziehen. Und wenn wir dann halt in der Abwehr zu nachlässig werden und nicht mal an das halten, was wir ausgemacht haben, dann bringen wir die selber wieder ins Spiel. Und ja, vorne verworfen ein bisschen. Und ja, unglücklich, auch mit 7 Metern. Unterm Strich, immer die 2 Punkte bleiben hier, das zählt. Definitiv, also ich sag mal, der Sieg war verdient. Wir haben uns vorgenommen, dass wir wie im Finnland-Spiel von Anfang an da Gas geben und dass wir da konsequent sind in unsere 1 gegen 1 Situation, hinter wie vorne und auch in unsere Würfe, das haben wir geschafft.
bisschen und vielleicht ein paar freie Würfe und dann ab der 15. 20. Minute haben wir da einfach ein bisschen Nachklasser, was unnötig ist. Das ist nicht VfL Funningen-like, würde ich mal so behaupten. Und auch zweite Halbzeit, das ist so Halbgas, nenne ich das mal. Das sind 50%, was wir da zeigen. Und das langt auch auf dem Niveau nicht. Auch wenn die schlechter sind und auch wenn die im Abstiegskampf wieder drin sind. Dritte Liga heißt, du musst jedes Spiel Vollgas spielen. Und das hat man gesehen. Also hätten wir das konsequent gespielt, hätten wir mit 10, 14 Tore gewonnen. So haben wir die Würfe halblebig genommen, hin in der 1 gegen 1 sind wir konsequent gewesen. Und dann wird es halt knapp, aber ich sag mal, es war trotzdem ein verdienter Sieg und normalerweise hatte mir auch das Gefühl, nie das Gefühl, dass es irgendwie jetzt eine Niederlage wird. Aber es ist halt einfach unnötig. Es war ein richtig guter Start, er war so eine große Zeit lang mit 7 vorne, dann kamen die auf einen ran. Gut, am Ende bleiben die 2 Punkte hier, das zählt. Ja, tatsächlich, ich bin heute mit dem Ergebnis zufrieden. Heimsieg muss man erstmal einfahren. Wir haben auch das Spiel ja auswärts verloren. Mit unserer spielerischen Leistung bin ich insgesamt nicht so zufrieden. Ich finde, wir haben unsere Überlegenheit, die wir eigentlich über das ganze Spiel über hatten, nicht in einen Toreunterschied ummünzen können. Ich finde, wir hätten in der ersten Halbzeit den Gegner schon ein Stück weit so auf Abstand oder Distanz halten können, beziehungsweise müssen, dass wir heute mit 6, 8 Toren vielleicht sogar in die Halbzeit gehen. So waren es 4. Und dann ist es halt so, dann kommt eins zum anderen, dann plötzlich haben wir eine Unterzahlsituation, wo es dann hätte tatsächlich kippen können. Wir waren heute aber dann so stabil, dass wir das dann über die Zeit gebracht haben. Das liegt uns eigentlich nicht so. Wir sind eine Mannschaft, die eigentlich immer Vollgas geben will und Vollgas gehen will. Und das haben wir heute dann auch gemacht. Wir sind aber dann trotzdem ein Stück weit auch an der Chancenverwertung in der zweiten Halbzeit gescheitert. Und müssen jetzt gucken, dass wir gegen HBW besser spielen. Genau, aber dennoch muss man so ein Spiel auch durchdrücken und das zeigt er auch. Die kommen hier als Tabellenvorletzter hierher. Okay, aber diese Punkte gibt es halt nicht im Vorbeigehen. Absolut. Das sagen wir, sage ich ja schon seit Anfang der Runde. Die Runde, diese Liga ist verrückt und spielt auch verrückt. Man hat heute zur Halbzeit ganz viele Mannschaften hier oben, also hinten liegen und dann trotzdem noch das Spiel drehen, sodass es keine leichten Spiele gibt. Wir haben jetzt auch noch, Balingen ist jetzt aus meiner Sicht doch wieder in diesem Abstiegskampf involviert. Muss jetzt auch gucken, dass sie punkten. Die werden sicherlich nächste Woche alles auffahren, was irgendwie möglich ist gegen uns und versuchen dann das Spiel zu gewinnen und wir werden natürlich in der heimischen Kurt-Abb-Halle alles dagegen setzen, was drin ist. Der VfL bleibt also im Aufstiegsrennen. Am Samstag ist dann Derby-Time in der Abb-Halle. Dann kommt der HBW 2, der unterlag am Samstagabend den Mad Dogs aus Neuhausen-Filder und braucht noch Punkte für den Klassenerhalt. Also da ist dann wieder richtig Feuer drin. Mehr dazu und zu den Chancen im Saisonendspurt folgt. Das war's vom Sport. Kommen Sie gut in die Woche. Der VfL Pfullingen, präsentiert von Remondis, Ihr zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb in der Region.